Herzlich willkommen bei Seelenschokolade, Schokolade für die Seele. Heute möchte ich vorstellen, was Hypnose ist und wie man mit der Macht der Gedanken arbeiten kann. Doch zuerst zu mir. Mein Name ist Julia Colella, ich bin Wirtschaftspsychologin und mache gerade meinen Master in Business Coaching und Change Management. Zudem bin ich zertifizierte Hypnotiseurin, was uns auch gleich zur ersten Frage bringt. Was ist Hypnose? Hypnose ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Der Hypnotiseur zeigt dir eine wunderschöne Welt, welche dich schon dein ganzes Leben lang begleitet. Dein Unterbewusstsein. Es passiert nicht mit dir, sondern du hast eine aktive Rolle dabei. Du kannst zeigen, wie stark du bist, wie stark dein Unterbewusstsein ist. Du fühlst dich dabei vollkommen angenehm und entspannt, vollkommen wohl und ruhig. Es ist so ähnlich wie Meditieren oder Yoga. Und jeder Mensch ist zweimal am Tag in einem natürlichen Zustand der Hypnose, und zwar kurz vor dem Aufstehen und kurz vor dem Einschlafen. Während der Hypnose hast du jederzeit die Kontrolle über deinen Körper und deinen Geist. Du kannst jederzeit bestimmen, wann du diesen angenehmen Entspannungszustand lösen möchtest. Es ist vollkommen angenehm, sicher und niveauvoll, fühlt sich vollkommen wohl und entspannt. Hypnose eignet sich genial, um positive Emotionen zu erhöhen, Selbstbewusstsein zu steigern, Ziele im Leben zu erreichen, besser zu schlafen, Verspannungen zu lösen, Rauchen sich abzugewöhnen, Phobien oder Ängste aufzulösen oder einfach mal, um so richtig zu entspannen, um präventiv Stresserkrankungen vorzubeugen. Bei meiner Arbeit gehe ich individuell auf jeden Menschen ein und hole ihn da ab, wo er gerade steht. Je nach seinem Zielwunsch wähle ich mit ihm zusammen aus meinem Methodenkoffer die geeignete Methode aus. Es muss nicht immer zwangsläufig auf Hypnose hinauslaufen. Neben Hypnose stehen auch viele weitere Methoden aus dem Coaching-Bereich und der positiven Psychologie zur Verfügung. Beispielsweise QM, die Quantenmethode. Dabei wird mit der Macht der Gedanken und mit den Gefühlen gearbeitet. Es eignet sich genial, um negative Glaubenssätze aufzulösen und den Fokus auf die positiven Ressourcen eines Menschen zu lenken, Krisen zu überwinden und Probleme zu bearbeiten, so dass man glücklich nach Hause gehen kann. Meine Arbeit richtet sich an die normale, potenzialtragende Person. Angefangen bei Jugendlichen mit Selbstwert- oder Mobbingproblemen, über Studenten mit Prüfungs- oder Vortragsangst, bis hin zu Unternehmen, die sinnvoll in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter investieren wollen. Mein Coaching-Ansatz impliziert dabei sehr viel Wertschätzung, Empathie und Respekt für den Einzelnen. Ich liebe diese Arbeit einfach. Es bedeutet mir unglaublich viel, die Menschen glücklich zu machen und sie zum Strahlen zu bringen. Dazu gehört die permanente Weiterbildung und ständige Selbstverpflichtung, sich nach den Wünschen der Kunden weiterzubilden. Ich bringe das theoretische Wissen aus dem Studium auf eine authentische und fühlende Ebene. Dazu gehört die permanente Weiterbildung und Erweiterung dieses Methodenkastens und auch die ständige Arbeit an mir selbst. Meine Arbeit baut auf zwei Grundpfeilern auf. Zu einem auf der Akzeptanz. Deine aktuelle Situation zu akzeptieren, deine Vergangenheit zu akzeptieren. Aus dieser Akzeptanz entsteht eine ganz neue Offenheit. Und aus dieser Offenheit eine Kreativität, Probleme anders zu lösen, einen neuen Blickwinkel einzunehmen. Der zweite Grundpfeiler meiner Arbeit ist die Selbstliebe. Denn Selbstliebe ist für mich ein unglaublicher Schlüssel dazu, noch erfolgreicher und noch glücklicher im Leben zu werden. Nur wenn man sich selbst zu 100% lieben kann,
kann man auch seinen Partner zu 100% lieben und die Tätigkeit, die man tut. Ich wünsche meinen Kunden von ganzem Herzen alles Liebe und Gute, dass sie sich vollkommen annehmen können, so wie sie auf dieser Welt sind, dass sie mit Freude ihre Ziele finden und diese auch wirklich erreichen können, dass sie hier rausgehen, sich gut fühlen, dass sie in die Welt starten können mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und dass es ihnen wirklich, wirklich gut geht.